Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Wir spielen The Room 2. Wir haben den ersten Teil schon gespielt. Damals hat unser Onkel uns eine geheimnisvolle Kiste hinterlassen, die wir aufschließen mussten. Und dann hat uns die Kiste, glaube ich, in eine andere Dimension reingezogen. Mal sehen, was in The Room 2 passiert. Dieses Spiel ist ein Rätselspiel, so ein bisschen wie Escape Rooms, wer das kennt. Ich habe nur mal mein Profil angelegt, sonst habe ich noch nichts gemacht. Also ich habe keine Ahnung, wo es uns jetzt hin verschlägt. Klicke, um zu beginnen. Klicke und ziehe die Maus, um dich umzusehen. Doppelklick auf die Notiz, um sie heranzuzoomen. Klicke und ziehe, um die Notiz zu öffnen. Wenn meine Berechnungen stimmen, müsstest du hier herauskommen. Willkommen, mein Freund, es gibt viel mitzuteilen. Sehen bist du noch nicht, doch ich habe dir etwas hinterlassen, das dich sehend macht, auf dass dein Weg kürzer sein möge als der meine. Ich muss es in diesem Raum verbergen und es deiner Schleue überlassen, es zu finden. Ich bin nicht der einzige Geist an diesem Orte. Schau dir das Okular im Inventar an. Die Linse ist kaputt. Schade. Zoome weit heraus, um dir den Rest des Raums anzusehen. Doppelklick auf den anderen Tisch, um ihn dir anzuschauen. Drehen. Wusch. Und öffnen. Ein Puzzle. Es scheint, als ließen sich einige der Objekte verschieben. Ich finde es ziemlich dunkel. Ich hoffe, bei euch kommt es nicht so dunkel raus. Wische, um die Schublade zu öffnen. Objekt gefunden. Eine seltsame Linse. Letztes Mal war sie grün, glaube ich. Manchmal lassen sich mit dem Okular Dinge sehen, die sonst verborgen sind. Ein kleines Stück geformtes Metall. Ich sollte versuchen herauszufinden, wo ich dieses Teil einsetzen kann. Und jetzt geht's los. Yay! Wir sind verloren. Hilfe. Ich gucke mir erstmal alles ganz genau an. Da ist noch was. Ein Brief. 23. Oktober 1883. Mr. Rigby, ich muss gar nicht mehr sagen, als dass ich das Vertrauen meiner Kollegen in Sie nicht teile. Wenn es nach mir ginge, würde ich einen Mann derart niederer Herkunft und derart geringeren Rangs wie Sie niemals einstellen. Es lässt mich erschaudern, dass wir einen Grabräuber bei uns aufgenommen haben. Doch wie Mr. de Montfaucon zu sagen pflegt, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Es obliegt nun also mir, Sie bezüglich Ihrer scheußlichen Aufgabe zu unterrichten. Wie Sie sicher wissen, werden Sie bei Ihrer Rückkehr nur dann entlohnt, wenn Sie das Artefakt haben. Sollte Sie abseitige Gedanken entwickeln, darf ich Sie daran erinnern, dass das Artefakt zwar von enormem Wert ist, aber das auch nur für eine Handvoll Wissenschaftler. Für die Augen oder Hände ungebildeter Herren wie Sie ist es nicht vorgesehen. Ich muss bedingungslos darauf bestehen, dass Sie jegliche Manipulation an dem Objekt unterlassen. Andernfalls könnten Sie in größte Gefahr geraten. Es handelt sich um ein äußerst mächtiges Instrument, das von niederen Geistern in Ruhe gelassen werden muss. Okay, der hält sich für sehr intelligent. Intelligenter als alles. Ein kleines Stück geformtes Metall. Sonst noch was? Ich finde es wahnsinnig duster. Hat jemand mal eine Taschenlampe? Ich guck nur mal. Z, X und ein komisches anderes Gedöns.
Dann schwenken wir mal hier hin. Ich glaube, meine Maus hört man die ganze Zeit, aber ich kann es leider nicht verhindern. Auf der Platte scheinen zwei Teile mit bestimmten Formen zu fehlen. Ach, echt? Ich habe keine Ahnung, was da reinkommt. Ich würde es aufmachen. Dankeschön. Okay. Ah. Oh. Ein Ball. Eine merkwürdige Messingkugel. Das müsste irgendwo reinpassen, sagst du. Da, guck mal da. Aussparung. Ein Auge. Okay. Norden, Westen, Osten, Süden. Oh nein, ich hasse Kompassdinger. Ihhh! Süden, Westen, Norden, Osten. Vielleicht ist der Code irgendwo im Raum verborgen. SESWN. Okay. Stopp. Ich wollte nur raus. Okay, was war's jetzt? SESWN. Ein Medaillon. Sieht interessant aus, das sollte ich mir genauer anschauen. Hopp, Hilfe. Links. Obwohl etwas zu dieser Form passt. Ja, ich weiß was, Gott sei Dank, ich weiß noch was. Ich weiß, nein! Da, ich hab's. Wasch. Da. Eine Kugel. Ein Laserstrahl. Und jetzt sehe ich einen Toten. Ein Z. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich sehen will. X und dann noch das andere Symbol und sind wir durch. Ich warte ja darauf, dass irgendwas uns entgegenspringt. Wird's jetzt hier heller? Die war vorhin aber noch nicht da. Dankeschön. Das schon wieder? Oh nein. Perspektive. Ich liebe Perspektive. Ich kann es nämlich. Boah, Hilfe. Doch noch gruseliger. Genau, da sind wir letztes Mal durchmarschiert, durch so eine komische Tür, die gar nicht gruselig aussieht. Ich habe Angst. Grabräuber. Kapitel abgeschlossen. Du bist geistig und körperlich unbeschadet aus der Gruft entkommen, doch ich fürchte, deine Prüfungen haben gerade erst begonnen. Illumination. Okay, cool. Ha! Ich bin besser geworden. Kann das sein? Also beim ersten habe ich deutlich länger gebraucht. Ein Schiff auf einem Schiff. Also hoffentlich ist es bei euch heller. Ich sehe hier, bei mir ist es zappenduster. Noch immer kein Zeichen und mein Geduldsfaden reißt so langsam. Frustriert bin ich bereit auf den Vormast geklettert. Die Tat eines Narren. Der Nebel ist so dicht, dass ich aus dem Mastkorb kaum das Deck sehen kann, geschweige denn die Helena.
Dennoch habe ich das Waffendeck, die Kanonen bereit machen lassen. Die Männer müssen einsatzbereit. Einsatzbereit sein? Hallo? Warum ist jetzt Kanone, Maskorb und Vormast so? Das ist der Maskorb? Hallo? Draußen schaukeln die Wellen. Das Steuere des Schiffs fehlt. Echt? Meinst du wirklich? Ja, ist ja gut. Darf ich wieder raus hier? Da ich hier nichts sehe, werde ich erstmal so die Umgebung erkunden. Jetzt sehe ich trotzdem nichts. Yay. Okay, jetzt bin ich ein wenig verwirrt, was ich hier machen soll. Weil ich habe hier nur die Lampen und das Schiff. Ich sollte die Kanonen fertig machen, hat er gesagt, aber ich kann zwar alles anklicken, aber es bringt mir rein gar nichts. RIP. Ah, schick. Ein kleiner goldener Schlüssel. Okay. Das Ding leuchtet doch grün, ich will daran. Cool. Das ist ja süß. Voll cool gemacht. Was ist das für ein krasses Schiff? Ist das ein Puppenhaus-Dingsbums? Ein merkwürdig geformter Schlüssel? Okay. Warte mal. Wer sagt denn, dass du da weg sollst? Da liegt doch was. Doch, also manchmal ist die Steuerung ein bisschen seltsam. Will doch lesen. 30 Wochen sind wir nun bereits auf See und die ausbleibenden Schätze lassen die Besatzung unruhig werden. Obgleich ich es niemals zugeben würde, teile ich ihre Bedenken. Für freie Beuter steht viel auf dem Spiel. Meine Geldgeber werden murren, wenn ich mit leeren Händen ankomme. Denn auf der San Espisito gemachten Gefangenen zufolge müssten wir die Santa Helena in diesen Gewässern gleich hinter Granada finden. Granada? Samba-Handlanger waren es mit allem außer den Arbeiten auf den Decks unvertraut, doch sie sprachen von einem an Bord befindlichen Artefakt großen Wertes. Ich nahm sie in meine Besatzung auf. Keine Ahnung. Manchmal checke ich es nicht so ganz, was ich da vorlese. Ich hoffe, ich habe da nichts Komisches, Falsches vorgelesen. Schön. Da ist schön. Ich habe keine Ahnung.
Ui. Ui. Ja. Ey, das war sogar richtig. Ein kleiner Schlüssel. Ah, oh, super. Rechts. Okay. Das muss ich mir merken. Also das Rechte ist ausgemalt. Und da ist das Linke ausgemalt. Und da ist. Ach du Scheibenkleister. Einmal das Linke und einmal das Rechte. Ja. Das, die Form passt nicht. So ein komisches Haus. Kann ich. Ist doch das Haus. Jetzt. Und aufmachen bitte. Und was ist das? Ah. Okay, da ist noch was. Da war was. Diese Platte lässt sich offenbar verschieben. Gibt es einen Schalter? Ey, wir sind gut, wir sind voll gut. Im Moment ist es noch in Ordnung, also vom Schwierigkeitsgrad her gerade noch machbar. Ich weiß nur nicht, wo der Schlüssel hinkommt. Okay, jetzt muss ich noch den Schlüssel finden. Ich kann es nicht drehen. Ich möchte mal wissen, wo der Schlüssel reinkommt. Warte mal. Nein, doch nicht das. Da war doch noch was, oder? Eine seltsame Röhre gefunden. Okay, Röhre. Kommt die denn da rein? Ich weiß es nicht. Ich kenne es nicht. Jetzt könnte es da reinpassen, oder? Nein. So. Ha. Ich will auch so eine Kiste haben. Voll geil. Es dauert nicht lange, sie. Es dauerte nicht lange. Sie ausfindig zu machen. Wir fuhren 2 Meilen lang durch heftige Strömungen gen Norden, um ihren Vorsprung aufzuholen. Als sie dem Lande näher kamen, wandten wir uns 2 Meilen gen Westen, um ihr an der Küste den Weg abzuschneiden. Da von ihr keine Spur war, fuhren wir 3 Meilen Richtung Süden, um sie zu finden. Wir erblickten sie, doch ehe wir sie aufhalten konnten, durchquerte sie das Kap. Nun müssen wir der Tide harren. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie man Seemannsgarn spricht. Ich hab davon überhaupt keinen Schimmer. Also hier. 2 Meilen nach Norden. 2 Meilen nach Westen. 3 Meilen nach Süden. Das kann ich mir nicht merken. Ich hab's jetzt schon vergessen. Wir fuhren 2 Meilen lang durch heftige Strömungen gen Norden.
So. Dann Westen. Und dann. Ich habe keine Ahnung. Das ist falsch schon gewesen, okay. Zählt es auch schon nach wegen 2 Meilen nach Westen? Das geht ja. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich weiß immer nur, wo Süden ist. Süden ist unten. Norden. Aber Westen ist doch da hinten. Da muss ich dann da lang fahren. Das kapiere ich, ne? Gott. Okay, machen wir mal was anderes. Das hat gestimmt. Dann fahren wir zweimal nach da und dann 1, 2, 3 nach da. Gott sei Dank. Oh, sorry, ich weiß, das braucht man in so vielen verdammten Spielen, aber ich kann es mir einfach nicht. Ich weiß nicht, warum ich mir das nicht merken kann. Ich habe keine Ahnung, aber Kompass ist. Himmelsrichtungen sind für mich total. Ah, oh, ich hasse das. Selbst die Elemente haben sich gegen uns gewandt. Der Weg am Kap vorbei führte uns 4 Meilen gen Westen und schon bald sahen wir ihre Masten 4 Meilen entfernt im Norden. Als sie uns hinter sich erblickte, fuhr sie 2 Meilen nach Westen in eine Nebelbank hinein. Angesichts ihrer Sperrenladung könnten wir sie mühelos überholen, sobald sich bloß dieser verfluchte Nebel legt. Ich habe noch einen Schlüssel. Aber ich habe doch noch einen Schlüssel. Ich habe doch noch einen Schlüssel. Okay. 4 Meilen gen Westen. Da kann ich nicht hinfahren. Was zur Hölle? Ich kann das nicht anklicken. Warum kann ich das nicht anklicken?